Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Namen der Gesellschaft der Freunde der Sezession heiße ich Sie sehr herzlich willkommen zum Ausstellungsgespräch des jetzigen Zyklus von Svenja Deininger mit unserem Gast Ulrich Loog. Es war Svenja, die sich als Gesprächspartner den Kunsthistoriker Ulrich Loog gewünscht hat. Sie kannte ihn nicht persönlich, bis heute kannte sie ihn nicht. Das macht also dieses Gespräch besonders interessant, weil wir eigentlich dabei sind, wie die beiden sich kennenlernen im Gespräch eben über die Kunst von Svenja. Die Sezession ist seit vielen Jahren und ist fast peinlich mit Ulrich Loog vertraut. Unsere erste intensive Kooperation war im Rahmen der Ausstellung von Bryce Marden 1994. Ich musste nachschauen. Das sind jetzt schon fast 25 Jahre. Und Ulrich hatte damals die Ausstellung als Direktor der Kunsthalle Bern konzipiert. Es war eine der ersten großen Museumsausstellungen von Bryce Marden in Europa und an die Sezession angetragen. Und die Sezession, die sehr ungerne Ausstellungen übernimmt, hat in diesem Fall eine Ausnahme gemacht, weil die Künstlervereinigung es sehr wichtig fand, dass das Werk von Bryce Marden in Österreich zum ersten Mal eben auch gezeigt werden konnte. Ulrich war über Bern hinaus auch Direktor der Kunsthalle in Luzern von 1997 bis 2001. Er hat die Freunde der Sezession immer wieder willkommen geheißen, sowohl in Bern wie auch in Luzern. Und ich erinnere mich an die große Ausstellung von Maria Lasnik zum Beispiel, die wir mit ihm zusammen besucht haben. Ab 2003 bis 2010 war er Direktor des Serralves Museum, Museo de Serralves in Porto, Deputy Director. Und seit 2010 unterrichtet er Kunsttheorie an der Schule der Gestaltung in Bern. Und zusätzlich zu seiner kuratorischen Tätigkeit schreibt Ulrich Loog begehrte Texte für zahlreiche Künstlermonographien. Und ich nenne jetzt nur die jüngsten zu Raymond Pettibon, Raoul de Keyser oder Gregor Schneider anlässlich seiner Ausstellung an der Bundeskunsthalle in Bonn. Svenja Deininger ist jetzt eigentlich schon so viel in den Medien in Österreich erwähnt worden, dass man sie kaum mehr vorstellen muss. Sie ist 1974 in Wien geboren, sie lebt und arbeitet in Wien. Sie studierte anfänglich bei Albert Oehlen an der Kunstakademie in Düsseldorf. Andersrum? Mhm. Als erstes in Münster, genau. Dann in Düsseldorf? Ja. Okay. Ja, man muss Thank you. Ja. Also als erstes in Münster bei Tim Ulrichs und dann bei Albert Oehlen in Düsseldorf. Ihre Arbeiten sind in den Galerien Galerie Janda in Wien vertreten, der Galerie Frederica Schiavo in Rom und Marion Boschi in New York. Das letzte Jahr war ein besonders intensives Jahr für Svenja, wie man auf Englisch sagt, when it rains, it pours. Sie hat also nicht nur die Einladung zur Hauptraumausstellung in der Sezession bekommen, die sie mit gänzlich neuen Arbeiten bestückt hat, sondern auch eine große Museumsausstellung für zeitgleich. Sie hat vor 10 Tagen eröffnet im Nordmuseum in Palm Beach, Florida. Ja, ich habe erwähnt, die Rezension zu deiner Ausstellung waren unglaublich fulminant. Ein bisschen von deinem Ruhm färbt ja dadurch auch auf die Sezession aus, was uns sehr gefreut hat. Ich danke dir, Svenja, ich danke dir, Ulrich, dass ihr euch für dieses Gespräch Zeit genommen habt. Danke. Danke. Ja, ich glaube, wir dürfen auch danken für die Einladung hier. Ja. Und auch dafür, dass die Sezession in der Person von Silvi uns hier zusammengebracht hat. Und ich freue mich darauf, dass wir jetzt eine Stunde lang uns unterhalten können über die Arbeiten. Und ich möchte gerne, wir haben vorhin festgestellt, dass das mit der Hörbarkeit relativ schwierig ist. Also jetzt geht es, ja? Geht? Gut. Sollte das irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gut sein, dann sagen Sie es nur, dann kann unser Tontechniker bestimmt etwas daran machen. Ich hatte gedacht, ich wollte das Gespräch beginnen
damit, dass ich einen Eindruck wiedergebe, der eigentlich ja, fast spontan ist. Und der Eindruck dieser Ausstellung, sagen wir mal der Ausstellung und nicht gleich des Werkes, der Eindruck dieser Ausstellung ist, dass es ein sehr starkes Moment der Einheitlichkeit gibt. Und diese Einheitlichkeit benenne ich jetzt mit dem Begriff Idiom geometrischer Abstraktion. Und gleichzeitig gibt es einen sehr starken Eindruck, dass jedes Bild für sich steht, also eine starke Empfindung der Singularität, der Unterschiedlichkeit, der Singularität jedes einzelnen Bildes. Und das, finde ich, ist schon eine außerordentlich interessante Konstellation. Und wenn ich sage Idiom geometrischer Abstraktion, dann mache ich das mit, dann meine ich das auch so, also ich habe ausdrücklich dieses Wort Idiom gewählt, weil der Begriff Idiom hat natürlich was mit der Sprache zu tun, aber zeigt auch gleichzeitig an, dass das, was ich als Einheitsmoment der Ausstellung ansehe, dass das so etwas ist wie eine besondere Sprache, eine spezielle Sprache. Und ich erwähne das ausdrücklich, weil es ja eine Tradition gibt der Abstraktion und eine Tradition gibt von geometrischer Abstraktion, wo die als so etwas wie eine universelle Sprache verstanden werden. Und ich denke, dass das, was ich nenne, die Singularität der Arbeiten, dass das dazu beiträgt, dass die Sprache, die hier gesprochen wird, keine universelle Sprache von geometrischer Abstraktion ist, sondern ein Idiom, eine besondere Sprache geometrischer Abstraktion. Meine Hoffnung ist, dass wir jetzt an derartigen Fragen uns weiter entlanghangeln können. Ich möchte Sie aber fragen zur Einleitung jetzt, was Ihnen das überhaupt bedeutet, das Geometrische oder die geometrische Abstraktion. Ist das etwas, wo Sie sich irgendwann entschieden haben, diese Sprachform zu Ihrer zu machen, oder wie ist Ihr Verhältnis überhaupt zu dieser Sache, die ich jetzt benenne, mit dem Begriff geometrische Abstraktion? Also ich glaube, also ich sehe mich eben tatsächlich nicht darin, aber es ist eigentlich passiert in dem Sinn, dass ich früher schon immer das Gefühl hatte, wenn ich, also dass ich einen Hang zur Opulenz habe sozusagen und dass ich dann versucht habe, mich so weit zu reduzieren, dass ich irgendwann bei, sagen wir mal, geometrisch erscheinenden Formen angelangt bin, weil das für mich so, das für mich, also letztendlich reduziert sich dann alles auf sowas wie Geometrie. Und ich hatte trotzdem immer das Gefühl, wenn ich auch nur eine Linie habe, dass das für mich, also dass diese Linie schon opulent wirkt im Vergleich zu ganz anderen. Und ich glaube, also es interessiert mich gar nicht mal unbedingt so, ob etwas abstrakt oder es interessiert mich schon, aber ich sehe es nicht unbedingt als abstrakt an, sondern mich interessiert, was man darin sehen könnte. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer relativ nah an etwas Figurativen oder ist, also das Reduzieren hat sich auch, also das würde ich auch als inhaltlich bezeichnen. Also zum Beispiel hatte ich oftmals Schwierigkeiten mit runden Formen zum Beispiel. Mhm. Und insofern, ich sehe mich nicht in der Tradition von geometrischer Abstraktion, sondern diese Abstraktion ist vielleicht eher passiert und es sowas wie eine runde Form kann dann ein Ausgangspunkt für ein Bild sein. Und natürlich interessiert es mich darin, dass man immer versucht, es etwas Figuratives, also relativ schnell darin zu erkennen. Also sobald irgendwas schon in die Nähe von etwas Organischem rückt, dann versucht man automatisch, das
Ding sozusagen zu benennen und diese Grenze von etwas ganz Konkretem, also dass man das Gefühl hat, dass etwas ganz konkret da ist, obwohl man es nicht aussprechen kann, das ist wirklich was, was mich interessiert. Und ich glaube, dass ich im Zuge des Arbeitens dann bei diesen Formen angelangt bin, die andere Leute als Geometrie bezeichnen. Und was schon. Würden Sie das denn völlig ablehnen, jetzt von Geometrie und Abstraktion zu reden? Und, ich glaube, dass das so viel ausschließt. Also es schließt so viel Materialität aus. Und das ist eigentlich schon das, was mich dann auch interessiert. Ja. Also Geometrie ist dann, weil, sagen wir mal so, ich habe eigentlich Schwierigkeiten, mir eine Form vorzustellen. Das heißt, im Zuge des Arbeitsprozesses lande ich dann irgendwann bei einer Form, die ich mir aber niemals vorher hätte vorstellen können. Und ich glaube, das Arbeiten selber passiert eigentlich immer eher durch sowas wie ein Unvermögen. Und ich glaube auch, dass ich im Zuge dessen mir bestimmte Techniken, also erarbeitet habe, in dem Sinn, dass eine Sache meist nicht gereicht hat und aus der heraus ich etwas erfinden musste, damit das Ding steht und nicht fällt. Also ganz zu Anfang haben Sie gesagt, dass Sie so einen Hang haben zu Opulenz. Ja. Und dann haben Sie weitergeredet und das hat sich irgendwie so angehört, als würden Sie die Art und Weise, wie Sie arbeiten, als würden Sie das wie eine Art von, sagen wir mal, ich sage es jetzt etwas übertrieben, wie eine Art von Selbstzensur einsetzen. Oder habe ich das falsch verstanden? Es ist schon dass, dass so. Sozusagen also, das, was ich jetzt, und ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber ich, im Augenblick kann ich mich auch noch nicht so richtig davon abbringen lassen, diese Sprache geometrisch und abstrakt zu nennen. Das kann man ja auch gerne, aber es geht nicht. Das hört sich so an, als sei das sozusagen, als seien die geraden Linien und die gleichmäßig gebogenen Linien und die vereinheitlichten Flächen und so weiter, als sei das so eine Art Anti-Opulenz-Programm. So hat sich das angehört. So meine ich das eigentlich nicht. Und auch vor allen Dingen nicht als Selbstzensur. Es ist nur so, dass mich immer das interessiert, womit ich Schwierigkeiten habe, oder? Weil ich da sozusagen was entdecken kann. Und es ist natürlich so, es gibt dann den einen Weg, dieses Opulente noch so auf die Spitze zu treiben. Das hat natürlich dann einfach vorher stattgefunden. Und als ich da irgendwann am Ende angelangt bin, wo ich eigentlich ja auch noch, auch wenn ich jetzt darüber nicht unbedingt reden will, aber figurativ gearbeitet habe oder sogar von mir aus naturalistisch. Wie würde das aussehen überhaupt, Opulenz? Dieses, angenommen, Sie würden diesen dem sozusagen die Barrieren öffnen, die Schleusen öffnen und eben das tun, was Sie nicht tun wollen, nämlich opulent arbeiten. Wie würde das aussehen? Was wäre das? Das war damals sehr figurativ und man könnte es dann vielleicht schon barock bezeichnen. Ja. Und das ist aber trotzdem etwas, was mich eigentlich abstößt. Nichtsdestotrotz bin ich genau in diese Richtung gegangen und ab irgendeinem bestimmten Punkt, wo es da nicht mehr weiterging, habe ich versucht zu reduzieren. Und im Verlauf des Reduzierens habe ich erst das ganze Narrative weggelassen, dann das Figurative, dann letztendlich auch das, also letztendlich auch eigentlich jeden Inhalt. Und dann bin ich bei diesen doch sehr weißen Bildern angelangt. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass mir dieser Prozess, also dass mich auch dieser Prozess daran so interessiert hat. Also dieses, dass ich an verschiedenen Sachen so lange gearbeitet habe, bis fast nichts mehr sichtbar war und ich trotzdem ja daran glaube, dass man das erahnt, was vorher da gewesen ist. Also dass man, also es ist nicht mal nur unbedingt, also ich habe dann, es ist schon so, das ist auch dann mein Thema, also wenn man hier Linien sieht, dann sind die Linien ganz selten, kommen die aus einer Geste oder aus einem Schwung, sondern die entstehen auch durch Formen, die vorher da gewesen sind, also aus der Fläche. Und selbst diese Formen, zu denen bin ich im Zuge des Prozesses gekommen, also ich kann mir die eben vorher nicht ausdenken, außer sie passieren dann und ich nehme die dann und wiederhole die. Und, Können Sie vielleicht etwas... Und deswegen beziehe ich mich auch nicht auf so, sagen wir mal, abstrakte, geometrische, auch
Kunst, die es schon gibt. Also das ist für Sie überhaupt, das gucken Sie sich auch nicht an, oder? Doch, das ist keine Dimension. Natürlich, ich gucke mir alles an, tatsächlich. Also ja. Auch nicht nur Malerei natürlich. Und es ist dann aber so im Zuge des Arbeitsprozesses, denke ich währenddessen nicht daran. Wenn es aber fertig ist, dann habe ich ganz oft Arbeiten, die wirken, als ob sie eine ganz klare Referenz zu, da gibt es dann verschiedene, da gibt es eine Arbeit, die nenne ich dann eben auch so, dann könnte es Sonia Delaunay sein, ja. Und dann kann es Fernand Léger sein, mhm. Und dann okay. Würde ich mir immer wünschen, dass irgendwann mir mal ein Morandi passiert. Also ich glaube, Sie sind nah dran schon an den Morandis. Sie verpassen die noch knapp. Ja, das ist... Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das noch erklären, was ich da meine. Aber vielleicht wäre es in diesem Moment interessant, dass Sie vielleicht etwas erzählen, wie Sie eigentlich vorgehen, wenn Sie malen. Denn Sie haben eben schon erwähnt, dass Sie, oder was Sie gesagt haben, das habe ich so verstanden, dass möglicherweise keine Vorzeichnungen existieren, dass das irgendwie im Prozess entwickelt wird, die Form und die Konstellation und so weiter, was ja überraschend ist, eben genau weil es so... wie soll man sagen, weil es so gesettelt aussieht, weil es so präzise aussieht. Es sieht so hyperpräzise aus und da denkt man, ja, das muss doch alles geplant sein. Und jetzt sagen Sie aber, nee, das ist ja gar nicht. Und wie geht das? Wie funktioniert das? Ich glaube, ich arbeite einfach so lange, bis es genau dieser Punkt ist. Das ist so ein bisschen sowas wie, also es führt jetzt vielleicht zu weit, aber manchmal stellt man sich ja vor, man würde jemanden bestimmten treffen. Man stellt sich das schon sein ganzes Leben lang vor. Man kann auch, also man kann nur diese Person vielleicht auch nicht mal wirklich beschreiben, aber in dem Moment, wo einem dieser Mensch auf der Straße begegnet, weiß man, dass der das ist. Mhm. Und es geht sozusagen immer um diesen Moment, wann ich aufhöre, an irgendetwas zu arbeiten. Und es gibt genau dieses, wo ich das erkenne. Und ich glaube, das ist dieser Zustand, der mich dann auch interessiert. Aber ich weiß es. Und es gibt hier Arbeiten, wenn die neben anderen Arbeiten hängen würden, dann würden die komplett nicht dasselbe machen in dem Sinn, sehe ich die sowohl als einzelne Arbeit, aber in einer Ausstellung auch wirklich als so Gespräch. Also es gibt Arbeiten, die verlieren komplett, wenn sie neben anderen Arbeiten hängen und andersherum. Und da geht es mir um ganz viel, auch um diesen Rhythmus, den sie zusammen machen, um diese Verbindung, die sie im Raum miteinander eingehen und nicht unbedingt chronologisch. Und natürlich sind sie einzeln, deswegen sage ich manchmal so gern diesem Beispiel mit dem Satz, dass die für mich sowas wie einen Satz bilden. Und das sind alles einzelne Worte und die können auch mal wieder in einem anderen Zusammenhang stehen. Mhm. Aber sie stehen schon auch für sich und es stimmt zum Anfang, dass ich nicht in Serie arbeite, überhaupt nicht, selbst wenn ich Formen wiederhole. Dann entwickeln die sich eben anders. Und das war hier in der Ausstellung auch für mich interessant, weil, also abgesehen mal von der Ausstellungsarchitektur, habe ich halt mehrere Arbeiten, die denselben Anfangspunkt haben. Mhm. Und das heißt, ich habe eigentlich dann nur den Anfangspunkt und dann entwickeln sie sich in unterschiedliche Richtungen weiter. Und wenn ich für eine Ausstellung arbeite, dann habe ich schon sowas wie eine Grundidee, mit der ich anfange. Und Bezug auf die gesamte Ausstellung? In Bezug auf die gesamte Ausstellung. Okay. Und die ist immer mal da und mal wieder nicht. Mhm. Es ist aber so, dass ich ziemlich gut in der Lage bin, im Atelier mich dann auch in einzelne Arbeiten zu verlieren und sogar auch an Arbeiten weiterzuarbeiten, wo ich weiß, dass sie eventuell nicht in der Ausstellung landen werden. Also das läuft auch immer nebenher. Also da gibt es... Mhm. Was ist denn hier jetzt die Gesamtidee oder die Ausgangsidee gewesen? Der Ausgangspunkt war tatsächlich, dass ich erstens gemerkt habe, dass ich gerade an sehr vielen diesen runden Formen gearbeitet habe, womit ich wirklich Probleme hatte und dass ich mich im Atelier umgesehen habe und gemerkt habe, dass das komischerweise jetzt wirklich vorherrscht und dass mich da auch diese Grenze zu diesem Figurativen interessiert, mhm. Also inwieweit man das wirklich beeinflussen kann, weil das ist schon was mich interessiert. Mich hat schon immer interessiert, dass man so die Blicke von dem Betrachter lenken kann, wohin der zuerst guckt. Also selbst bei Fotografie, wenn man etwas falsch anschneidet oder etwas an eine falsche Ecke setzt, dann sieht man zuerst nicht das Thema des Bildes, sondern man guckt erstmal dahin, wo irgendwas falsch ist oder irgendwas stört. Und insofern habe ich das ganz gerne gemacht, wie auch ich mir einbilde oder mir wünsche, dass ich
die Leute dazu bringen kann, verschiedene Richtungen in Ausstellungen zu gehen. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Vielleicht, das macht ja nichts. Vielleicht nochmal zu dem, was die Bilder einzeln macht. Ja. Und dann kommen wir vielleicht von da nochmal, was sie dann doch wieder miteinander verbindet. Ja. Es gibt meines Erachtens ein verbindendes Moment und jetzt gibt es einen Moment der Vereinzelung. Ja? Es war eben dieser Ausgangspunkt mit den organischen Formen, da bin ich hier in diesen Raum gekommen und der hat halt einfach diese ganz klare Gradlinigkeit von auch sowas wie einem White Cube. Ja. Und dann habe ich dieses Foto gefunden von einer Ausstellung von Zollewitsch, wo es diese Fenster in dem Raum gab. Und also mich hat einfach interessiert, dass die Sezession von außen eben diese runden Formen und diese Jugendstilelemente hat und man, was, wenn man zum ersten Mal in die Sezession gehen würde, was ganz anderes erwarten würde, also wie sich die Räume innen und das war dann so eine gestalten. Art Legitimation oder Anregung oder Anreiz? Ja, für mich war das dann so, dass ich dachte, dass ich das ganz gerne, weil ich auch ja wirklich gerne mit dieser Grenze spiele zwischen, also mich interessiert diese Grenze zwischen Figuration oder was sehen oder erkennen wollen, zu wollen. Ja. Und aber eigentlich wirklich nichts Konkretes da zu haben und trotzdem würden verschiedene Leute vor einem bestimmten Ding dasselbe benennen. Also man würde nicht... zum Beispiel da würden die meisten wahrscheinlich sagen, das ist ein Bein mit einem Knie nach oben, oder? Man würde sagen, es ist ein Bein, aber es könnte auch ein Berg sein oder wie auch immer. Also mit Mühe, genau. Gut. Also in einem vorigen Stadium war es ein Berg und dann ist ein Bein daraus geworden, also wenn man möchte. Ne? Ja. Mir ist das egal, ob man das sieht, aber es macht mir schon Spaß, das dahin zu führen. Gut, das ist ein Moment, würde ich sagen, das ist ein Moment jetzt, was aus diesem, wie soll ich sagen, aus dem Schema von Abstraktion und aus dem auch wegführt, was die Bilder miteinander verbindet, dass dann solche Assoziationen möglich sind. Das ist dieses Bild hier, welches die Assoziation jetzt eines Beines oder eines menschlichen Körpers erlaubt. Aber das wäre vielleicht auch für dieses Bild möglich, aber für andere Bilder, zum Beispiel für das mit dem Rot da hinten, da würde man das ja wohl nicht sagen, oder? Naja, es ist so, dass... Also ich will jetzt darauf hinaus, ich will versuchen, diesen Eindruck, den ich habe, vielleicht ist es ja gar nicht Ihr Eindruck, der Singularität und der Unterschiedlichkeit der einzelnen Bilder, das würde ich jetzt gerne unterstreichen. Aber vielleicht sehen Sie es ja gar nicht so. Ich sehe das auf jeden Fall so, aber es ist so, dass angefangen habe ich eben mit diesem Raum und dann eben auch mit diesen zwei Fenstern, die konkret sind und letztendlich auch genau an derselben Stelle hängen. Das sind die beiden Augen da oben, Runden, ja? Die sind genau gleich groß und es ist schon so, dass ich es interessant fand bei Zollewitsch, dass er die so komplett negiert hat. Also die waren da und er hat aber eine Riesenwand Zeichnung gemacht und einfach so getan, als ob sie nicht da sind. Ja. Und weil ich schon bei dieser Schnittstelle war von dem ganz Konkreten, wollte ich eben die einfach ganz konkret wieder auftauchen lassen, aber als Bilder, also Bilder von Fenstern, die mal da waren und dann haben sie sich natürlich anders entwickelt. Mhm. Genau so wollte ich dann eben die Ausstellungsarchitektur spiegeln und der Anfang, also der Ausgangspunkt waren dann eben diese gespiegelten Arbeiten und wie man die im Raum sieht. Dann habe ich natürlich einfach das, woran ich eben immer arbeite, diese Schnittstelle von runden Formen zu ganz geraden hier weitergeführt und es gibt ja dann insgesamt dieses Thema von Linien, die als Zeichnungen erscheinen und die dann vielleicht auch doch was Figuratives machen. Und für mich hat das schon einen figurativen Moment und eigentlich auch noch einige andere. Und mich interessiert aber auch, wenn etwas wirklich ein ganz bloßes Muster ist, ob es dann doch auch, als ob man trotzdem versucht, was Figuratives zu erkennen. Und das wäre dann da hinten bei dem natürlich schon da. Ich finde, dass das wahnsinnig figurativ ist. Also diese, also welches alle das beiden, mit diesem mit der Zen-Farbe da oder genau, sowohl dieses als auch das Rote. Und das, was neben dem Roten hängt, ist eigentlich das einzige Bild, wovon es jemals vorher schon eine Zeichnung gegeben hat. Aha. Und eigentlich habe ich zwei davon gemacht, aber ich habe jetzt nur eins gezeigt. Und
Und das ist ein Körper. Und zwar eine wirkliche Figur, also wirkliche Figuration. Und da interessiert mich daran, ob, wenn man das so fortführt, ob man es noch sehen kann oder in diesem Fall auch nicht mehr. Gut, das, ich finde das jetzt sehr und interessant. Und das Blaue dieses, da hinten ist für mich welches? Natürlich, also das Kleine, ja. ist für mich natürlich das Porträt in der Ausstellung. Und ein Kardinal. Das Recht von Weitem. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, es ist eine Architektur über Kopf. Ja. Und das ist schon was, was mich jetzt hier in der Ausstellung auch interessiert hat und dem Raum, jetzt von mir aus gesehen, in dem rechten Raum, gibt es dann eben diese zwei Arbeiten, die Quadrate sind, die denselben Ausgangspunkt haben, die ich dann über Kopf gestellt habe und wo sich das eine eher in was Architektonisches und das andere eher in ein wirkliches Gesicht, wenn man möchte. Man kann das so sehen, es ist mir eigentlich nicht wichtig, dass man es so sieht, weil ich doch letztendlich bei den Entscheidungen in einem Bild dann tatsächlich wahrscheinlich doch wieder abstrakt vorgehe. Sie haben jetzt hingewiesen darauf, dass verschiedene Bilder ganz besonders miteinander korrespondieren, ja. die auch gar nicht unbedingt im selben Raum hängen oder nebeneinander hängen oder so. Man geht dann durch die Ausstellung hindurch und sieht ein Bild und hat dann vielleicht als Nachbild noch die Erinnerung oder die vage Erinnerung an ein anderes Bild, was an einer anderen Stelle der Ausstellung hängt. Ich erinnere mich, ich habe doch das schon mal gesehen, wie sah denn das aus und so weiter. Und mit diesem Moment der Beziehung von unterschiedlichen Arbeiten zueinander kann man ja auch, glaube ich, den Ausstellungstitel in Verbindung bringen. Jetzt muss ich wieder versuchen, mich zu erinnern. Echo of a mirror reflection. Fragment. Of a mirror fragment. Mirror fragment. Echo of a mirror fragment. Echo eines Spiegelfragmentes. Ja. Also da in dem Titel ist ja auch dieses Moment eines Nachhalles und das Moment einer Verdopplung angesprochen und eigentlich sogar zweimal angesprochen. Echo auf der Ebene dessen, was man hört und Mirror, Spiegel, Wiedergabe auf der Ebene dessen, was man sieht. Ja, zweimal ein Echo, zweimal eine Verdopplungssituation in diesem Titel angesprochen. Und das spielt, wenn ich das recht verstanden habe, für Sie eine große Rolle. Und das stellt sich auch ein, wenn man durch die Ausstellung hindurchgeht, dass es diesen Effekt gibt, fast so ein Effekt vielleicht auch von Déjà-vu. Habe ich das nicht gerade schon gesehen? Wie war das denn jetzt? Sah das gleich aus oder sah das anders aus? War das das gleiche Element oder war das was anderes in diesem Bild? Das ist was, was ich mal vor Jahren, also da hat es eigentlich angefangen, dass mich das interessiert hat. Ich war in China und habe im Nationalmuseum, da gibt es ja diesen chinesischen Maler, der immer die wirklich gleichen Bilder nochmal malt. Und im Nationalmuseum, dadurch, dass diese Räume so riesig sind, hing halt dieses Bild, was sagen wir mal 10 Meter mal 5 Meter war, ein Querformat, hing dort eben links und rechts. Dadurch, dass es aber so riesig war, konnte man nur von ganz Weitem beide Bilder sehen. Also von wirklich Weitem. Wenn man jetzt näher rangegangen ist, konnte man natürlich alles besser erkennen. Und es war auch interessant, dass es eben ein Schnappschuss war, wodurch man noch mehr das Gefühl hatte, man möchte es jetzt unbedingt vergleichen. Und man musste aber, also man konnte es dann niemals wirklich, also detailliert vergleichen. Man musste dann also mindestens 30 Meter zurücklegen, um zu dem daneben gezeigten Bild zu kommen und es dann doch in der Erinnerung haben, um es vergleichen zu können. Ja. Wenn man zurückgegangen ist, hat man es einfach wieder nicht geschafft durch die Größe. Und da hat es angefangen, dass mich das interessiert hat, zugleich natürlich auch eben diese Ausstellungserfahrung, die man manchmal hat, dass man in einem Ausstellungsraum ist, den man vielleicht noch nicht kennt, in einem Museum und dann ist eben, sagen wir mal, rechts ein Fenster und dann erinnert man sich, dass man einen Stock tiefer eine komplett andere Ausstellung gesehen hat, aber man weiß genau, was an dieser Stelle ist und das war schon was ich ursprünglich auch wollte mit den zwei Räumen und mit den gespiegelten Räumen, dass ich da mit
von dem Anfangspunkt, also dass ich zwei Arbeiten habe, die denselben Anfangspunkt haben und dass die eventuell an einer ähnlichen Stelle hängen und dass man dann gerne möchte, also die gerne vergleichen möchte, aber man sieht sie halt sozusagen nie nebeneinander. Genau. Und mich interessiert, ob es möglich ist, dass dieses hervorzurufen oder dieses, dass man das vergleichen möchte oder überhaupt, dass sich das einstellt, sagen wir es mal so. Gehängt habe ich es dann wie immer auf jeden Fall natürlich anders und ich lasse dann auch doch letztendlich, weil im Arbeitsprozess lande ich dann ja doch bei einzelnen Arbeiten, auch die zweite Arbeit vielleicht einfach weg, aber es ist doch auch Aber es spielt hier. Doch eine Rolle. Es spielt eine Rolle. Mir scheint, dass das impliziert eine so etwas wie eine Einklammerung des Bildes, was ich sehe. Ich sehe dieses Bild, aber vielleicht ist dieses Bild das Nachbild eines anderen Bildes. Das bedeutet, dass das, was ich sehe, dass ich das irgendwie nicht, sagen wir mal, nicht voll und ganz sehe, weil etwas anderes durchscheint, was aber nicht zu sehen ist. Ja. Also mir scheint, dass diese Strategie, wenn ich das so nennen darf, vielleicht ist es ja gar nicht so strategisch, aber, oder dieser Effekt der Verdopplung, dieser Echo- und Spiegeleffekt, dass der irgendwie auch die volle Sichtbarkeit des einzelnen Werkes in Frage stellt. Dem jeweiligen, was ich sehe, etwas von seiner Präsenz nimmt oder einklammert an Präsenz. Ich glaube ja eher sogar daran, dass es was gibt, also weil ich ja auch so viel sozusagen wegradiere oder wegnehme. Und ich glaube schon daran, dass man das vielleicht fühlt, dass das vorher da war. Aber es ist schon so, dass ich zum Beispiel bei bestimmten Arbeiten, wenn ich jetzt wirklich für eine Ausstellung alles neu mache, dann gibt es ja auch verschiedene Momente, wo ich aufhöre, an etwas zu arbeiten. Und ich denke dann, also ab da, wo der, sagen wir mal, der Satz halb vollständig ist, weiß ich, was dem noch fehlt. Es gibt auch hier definitiv Sachen, die ich nicht geschafft habe währenddessen. Die nehme ich dann mit fürs nächste Mal oder für die nächste Ausstellung. Aber ich weiß, was ich dann brauchen würde. Ich würde diese Arbeit sozusagen niemals nur aus mir selber heraus machen. Ich mache die, weil sonst der Satz nicht vollständig wäre für mich. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass das Substantiv vielleicht das leiseste Wort in dem ganzen Satz ist zum Beispiel. Und mich interessieren diese Sachen. Ob man das jetzt hinterher nicht sieht oder ob man dem was wegnimmt, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das, vielleicht verstehe ich das auch nicht. Naja, wenn ich das eine Bild sehe und das Gefühl habe, dass dieses Bild, dass ich das Bild schon gesehen habe, dass das Bild woanders hängt, dann sehe ich dieses eine Bild in gewisser Weise am falschen Platz. Eigentlich müsste ich das dort sehen, wo ich es schon gesehen habe. Und wenn ich es da sehe, dann sehe ich wiederum nicht das, was ich jetzt sehen wollte, diese Verdopplung. Ja, ich finde die Verdopplung, ich denke, die Verdopplung beinhaltet auch eine Infragestellung, einen Entzug. Und das Moment des Entzuges, das erscheint mir in Ihren Bildern ja doch auch ziemlich, ziemlich ausgeprägt. Also bei manchen sieht man, ich erinnere mich an irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo es war jetzt, ein, sagen wir mal, weitgehend weißes Bild, wo man an den Rändern sieht, dass offensichtlich sehr farbige Schichten darunter liegen. Ja, nicht nur darunter liegen, sondern im Prozess auch weggenommen werden, aber das hat eigentlich weniger was mit Entzug zu tun, sondern ich glaube, das ist fast eher sowas, das könnte man als vielleicht so skulptural bezeichnen. Also wie ich vorher gesagt habe, ich kann mir keine Form ausdenken, aber ich lande im Prozess bei einer und ich male ungefähr so viel, wie ich auch wieder wegnehme. Mhm. Und zwar nehme ich weg, weil mir daran irgendwas nicht gepasst hat. Das heißt, ich lande aus lauter und der Summe der Unzulänglichkeiten lande ich einfach irgendwann irgendwo. Mhm. Und diese bestimmten Schritte, die man vielleicht hinterher am Ende sieht, die hat vielleicht was Skulpturales. Also ich würde zum Beispiel auch daran glauben, dass wenn ich, sagen wir mal, einen riesigen Stein hätte von 3x5 Metern und ich lande hinterher bei einer Skulptur, die vielleicht nur noch so groß ist, dann glaube ich daran, dass man weiß, dass der Stein
oder dass man es fühlt, dass der Stein trotzdem Aura riesig ist. Oder eine Gedächtnis oder eine Aura. Ich mag halt diese Begrifflichkeiten immer nicht so gerne, aber irgendwie glaube ich daran. Ich glaube, das hat nicht so viel mit sich entziehen zu tun, sondern einfach eher mit dem, mit etwas unzufrieden zu sein und es weiter zu bearbeiten, solange bis es da ist und bis es von mir aus auch so was oder vielleicht Leichtes könnte man dann sagen, bekommen. Anderes Angebot, unterschiedliche Grade der Präsenz. Ja, das ist mir ziemlich wichtig. Unterschiedliche Grade der Präsenz, das ist doch vielleicht ein ganz guter Begriff für das, wovon wir reden. Vielleicht sollten wir noch etwas sprechen und Sie haben das eben gerade auch und zwischendurch immer wieder erwähnt, Prozess. Es ist doch bemerkenswert, dass diese Bilder so, so prägnant sie aussehen auf die Ferne. Wenn man näher herangeht, sieht man, dass die unterschiedlichen Zonen oder die unterschiedlichen Bereiche oftmals sehr, sehr verschieden bearbeitet sind. Es scheint so, dass diese Vereinfachung, über die wir zum Anfang gesprochen haben, dass diese Vereinfachung es erlaubt oder vielleicht sogar fordert oder in Ihrem Fall fordert, dass es auf der Ebene der materiellen Ausführung oder in diesem skulpturalen Bereich, den Sie angesprochen haben, dass da dann eine große Vielfalt eingeführt wird. Also ich meine damit, dass Sie Farben wegnehmen, man sieht dann noch diese kreisförmigen Zeichnungen von dem, was ist das? Das ist der, sind die Schleifspuren der Schleifmaschine. Schleifmaschine, ja. Genau, das gibt dann diese eigentümliche Zeichnung. Es gibt an anderen Stellen ist Farbe oder Material, ich kann es gar nicht genau identifizieren, aufgetragen. Dann gibt es Stellen, wo die Farbe in die Leinwand einsinkt. Es gibt unterschiedliche Glanzgrade und wahrscheinlich viel mehr an materiellen Differenzen, die eben auf den Prozess, auf Unterschiedlichkeit verweisen und ja, dieses skulpturales Moment, wenn Sie so wollen, ausmachen. Ich denke, dass genau das, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben, und da könnte man noch vieles hinzufügen, zum Beispiel die unterschiedlichen Formate, das ist ja auch sehr interessant in dieser Ausstellung, das ist auch noch ein Moment von Singularität oder ein Moment, was Singularität, Einzelheit erzeugt. Mein Eindruck ist, dass diese ganzen verschiedenen Sachen, also Assoziationen oder Referenzen, Anthropomorphe, aber auch in Richtung Architektur, Verdopplung oder schiefe sogar auch, Verdopplung. Ich finde, dass hier sogar auch wirklich kunstgeschichtlich das ganz viele Türen aufmacht. Kunstgeschichtliche Türen, die aufgemacht werden. Tatsächlich schon. Und das macht mir Spaß, dass und man noch, das schafft, das zusammenzubringen. Und diese materielle Vielfalt, dass das alles Elemente sind, die gegen diesen Eindruck, den ich auch haben kann, eines Idioms oder einer Sprache von geometrischer Abstraktion sprechen. Ja. All das, was wir jetzt hier noch längst nicht ausreichend aufgerufen und bestimmt haben, ich denke, das sind die Elemente, die dazu führen, dass das, was sich hier jetzt in einer Ausstellung zeigt, dass das nicht Beispiel ist für eine universelle Sprache, sondern für eine differenzierte, jeweils neu angesetzte Sprache, die man nicht als Bestand haben kann, den man dann abruft. Das ist der Eindruck. Sie haben vorhin gesprochen davon, dass Sie so etwas wie eine Vorstellung haben von Bildern. So als gäbe es bei Ihnen selber ein starkes Bild, welches Sie dann suchen.
tatsächlich. Wenn Sie das Bild machen, wenn Sie ein Gemälde herstellen? Nee, ich habe tatsächlich gar keine Vorstellung. Also diese Zeit, wo ich dann angefangen habe, komplett alles zu reduzieren, habe ich wirklich auch, glaube ich, mit nichts angefangen. Das heißt, der erste Anlass war eigentlich dann so wie der Anfang, an runden Formen, man kann ja auch so altmodisch sagen, abarbeiten. Aber ich habe eine Grundidee für eine Ausstellung, das stimmt schon. Und die ist vielleicht ein bisschen sowas wie so ein Satz oder man könnte auch sagen eine Gruppe von Bildern, die ich dann vielleicht, also zu denen ich dann sowas fast wie einen persönlichen Bezug habe. Ich glaube, dass sie auch ein Stück weit aus sich selber heraus entstehen. Und ich glaube, dass das auch was ist, weswegen ich so gegen jede Form von, also die Autorschaft ergibt sich eben erst hinterher, wenn das Ganze fertig ist. Und deswegen benenne ich auch nur Ausstellungen und nicht einzelne Arbeiten. Also genau auch aus dem Grund, weil die können dann hinterher wieder auch andere Verbindungen eingehen. Und es sind schon einzelne Beispiele, genauso wie wenn ich eine Gruppe von Menschen, sagen wir mal, in einem Raum zusammenstelle, dann achte ich schon auf eine bestimmte Art von Ausgewogenheit in dem Sinn, dass da auch alles Mögliche vertreten ist und vielleicht auch fünf Menschen, die überhaupt niemals sprechen, zu ganz lauten und also ich weiß nicht genau so, ja, spricht jetzt nicht für den Prozess, ne? Eine andere Sache noch. Sie haben jetzt gesagt, dass die Bilder gewissermaßen aus sich selber heraus entstehen, dass Sie keine Vorstellung haben davon, dass Sie arbeiten an dem... Ich habe höchstens eine Vorstellung, was die hinterher tun sollen, zusammen. Ja. Eher so. Und nicht unbedingt... Also ich habe niemals ein einzelnes Bild schon wirklich im Kopf, weil das wirklich was ist, was ich dann nicht mehr malen müsste, weil es mich total langweilt, okay. Weil ich es dann einfach nur noch ausführen müsste. Und genauso wie ich sage, dass ich mir keine Form vorher vorstellen kann, kann ich mir auch kein Bild vorher vorstellen. Ich kann nur, wenn ich schon mittendrin bin, sagen wir mal im Satz, weiß ich, was dem noch fehlt und was ich gerne möchte. Also sagen wir mal eine Arbeit, die vielleicht auch im Gesamten den anderen wiederum ein bisschen mehr Freiraum gibt oder wo man im Durchgehen so eine Stelle hat, wo man kurz mal so aufatmen könnte. Und ich wollte eigentlich schon noch was sagen, aber jetzt habe ich mich schon wieder... Jetzt noch, vielleicht ist das das Letzte, Ihr Katalogbuch, es zeichnet sich dadurch aus, dass es... sich durch nichts auszeichnet, aus von außen jedenfalls. Also in diesem Fall ist für mich ja auch die Materialität nicht so unwichtig, weil das Papier außen ist so ein bisschen wie so ein... Das ist so ein altes, also was man auch früher für Führerscheine verwendet hat. Das heißt, es soll so richtig dreckig werden. Ja. Und dann wird sich irgendwann auch diese Form, die außen zu sehen ist, auch abzeichnen. Und die Form ergibt sich aus einem... Also es kommt von... Also es gibt in Italien, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die ganz alte Skulpturen, die sind 5000 vor Christi entstanden, diese Statue Stelle, die hauptsächlich in Italien gefunden wurden, aber es gibt auch ganz einzelne in Irland und es gibt dort ein Gesicht zu sehen. Aber sozusagen die wurden in drei verschiedene Gruppen unterteilt. Und die ersten Skulpturen waren eigentlich nur noch wie in der Form von Grabsteinen, also es waren ziemlich große Steine, auch relativ groß, also ich würde sagen so hoch. Und die Unterscheidung zwischen, es gab Männer und Frauen und die Unterscheidung zwischen denen war nur, dass die Frauen Brüste hatten und die Männer hatten ein Schwert und ansonsten waren nur die Arme eingezeichnet. Und der Kopf des Schwertes wiederum war aber auch der sich später herauszeichnen in der Gruppe B Form des Kopfes, also in dem Sinn, dass es ja tatsächlich so war. Und das Gesicht von denen ist diese Form. Also die wirklich nur als Linie sozusagen eingeritzt. Die haben wahnsinnig zeitgenössisch aus. Und das, dadurch, dass dieses Buch auch so persönlich geworden ist, es spielt ziemlich viel mit diesem, gibt es diese Form außen drauf, die auch
in umgekehrter Form dort wieder auftaucht, nur andersherum? Naja, eben, da wollte ich Sie bitten, dazu noch etwas zu sagen. Sie haben gesagt, dass die Bilder aus sich selber heraus entstehen, dass es dafür keine Vorstellung geht und so. Und jetzt gibt es das Buch, diese Publikation zu der Ausstellung, die im Wesentlichen Fotografien zeigt. Ich weiß nicht, ob Sie die selber gemacht haben. Ja, die sind oder alle von mir und alle jemand anders das gemacht hat, aber es sind Fotografien, die so, sag mal, die zeigen, was man so sehen kann, wenn man also in der Welt Buch herumguckt. Ja? Und das genau. ist ja das Buch, so weiß es aussieht, so abstrakt es aussieht, ist dann voller Referenzen. Und diese Beobachtung wollte ich gerne in Beziehung setzen zu dem, was Sie gesagt haben, nämlich, dass das Bild aus sich selber heraus entsteht. Gibt es da eine Beziehung? In dem Buch ist es letztendlich, ja, also es kommt immer darauf an, wie aufmerksam man auch sich selber gegenüber ist, wie man die Dinge sieht, oder? Und ich habe ja gewusst, dass ich ein Buch machen muss für die Ausstellung, das ja auch mit der Ausstellung selber zu tun hat. Mhm. Nachdem ich aber ja hier jetzt ausschließlich Malerei zeige, ist mir schon beim Beschäftigen aufgefallen, dass ich... Ich war dann einige Zeit in Italien, ich fotografiere immer ziemlich viel und mir ist aufgefallen, dass ich schon währenddessen mich anfange mit der Ausstellung zu beschäftigen und dass ich eigentlich, wenn ich die letzten 20 Fotos hintereinander stelle, dass ich da schon sehen kann, wo ich eigentlich hin möchte. Aha. In dem Sinn findet man in dem Buch vieles, was mir wichtig ist, also Gegenüberstellungen, Ausschnitte, aha, auch die Reihenfolge, die teilweise ja auch, da gibt es Arbeiten, wo es, sagen wir mal, Fotos 4 hintereinander sind, wo die Reihenfolge doch vertauscht ist. Und ich glaube daran, dass man das erkennen kann. Mhm. Das heißt, für mich auch jetzt am interessantesten ist eigentlich, ich wusste dann, nachdem ich die Ausstellung gehängt habe, wenn ich nicht daran denke, was ich alles nicht geschafft habe, dass sie für mich so funktioniert. Ja. Dass ich nicht weiß, ist, ob das Buch im Zusammenhang mit der Ausstellung funktioniert, aber für mich funktioniert es sehr. Und es ist. Wäre das dann eine Art von Analogie? Es ist eine Arbeit. So eine Art Gleichklang zu der Ausstellung? Genau, also das Buch. In einem komplett anderen Medium, Medium von Fotografien. Genau, also das Buch ist sozusagen, als ob ich über die Ausstellung sprechen würde, aber mit Mitteln der Fotografie und der Zeichnung. Das heißt, weil normalerweise spreche ich ja nicht wirklich über die Arbeiten und damit tue ich es dann. Das heißt, für mich ist interessant, ob das verständlich wird. Sie sprechen vielleicht nicht über die Arbeiten, sondern Sie sprechen neben den Arbeiten her. Und wenn man zwei Dinge hat, eine Ausstellung und ein Buch und die miteinander in Beziehung setzen kann, dann gibt es da vielleicht Übereinstimmungen, Abweichungen, Reibungen. Und diese Reibung, das ist ja der Beginn von Sprache. Das ist der Beginn von Differenzierungen, die über das hinausgehen, was wir jetzt hier vor uns sehen. Ja, und genauso wie dieses Sprechen eben funktioniert, ist es auch so, dann habe ich Agatha, die Sätze geschrieben hat, zu den Bildern eingeladen. Aber in diesem Sinn, also für mich funktionieren auch die Sätze ein bisschen sowas wie so Captions zu Bildern. Mhm. Aber es muss zum Beispiel nicht mal unbedingt so sein, auch wenn sie nummeriert zu diesem Bild sind, muss es nicht unbedingt so sein, dass sie auch wirklich dieses Bild, sondern eventuell die Ausstellung oder meine Arbeitsweise meint. Eventuell aber auch nur was sie darin sieht. Mhm. Und deswegen habe ich das so gebündelt in zwei verschiedenen Stellen, dass man erst diese Fotos und auch diese Reihenfolge und das, was sie vielleicht hiermit zu tun haben könnten, sehen kann, dass man dann diese Sätze sieht und doch nochmal zurückgeht und vielleicht an anderen. Also für mich ist interessant, ob sich dann das Bild verändert, nachdem man diesen Satz gelesen hat zum Beispiel. Und ob man es auch versucht, zueinander in Beziehung zu setzen. Und ich fand es dann auch wichtig, dass diese Sätze nicht von mir kommen zum Beispiel. Mhm. Ja. Gut, ich denke, das ist eine Ausweitung noch, das, was Sie jetzt erläutert haben zu diesem Buch, des Zusammenhangs von Einzelheit und Zusammenhang. Meines Erachtens zeichnet das Ihre Arbeit aus. Genau dieses, was ich Singularität nenne, das ist etwas ganz Außergewöhnliches und Besonderes, denke ich, wenn man Malerei, abstrakte Malerei, mit allem Vorbehalten gesagt, anschaut. Und
wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, dann könnte man natürlich schon noch von anderen Sachen reden. Ja. Man müsste ja irgendwann vielleicht auch mal davon reden, was es eigentlich bedeutet, eine derartige Malerei zu machen in einer Welt, in einem Umfeld, in einer Atmosphäre, sagen wir mal, die gesättigt ist von Bildern, von elektronisch verbreiteten, gespeicherten, abgerufenen, verbreiteten Bildern. Aber das machen wir ein andermal. Okay. Denn für heute ist die Zeit abgelaufen. Mehr oder weniger. Das mehr oder weniger heißt wahrscheinlich, Silvi, dass wir unser Publikum einladen dürfen, jetzt ihrerseits bitte zu kommentieren. Also Sie müssen nicht unbedingt fragen, Sie dürfen auch kommentieren, aber alle Kommentare müssen kurz und präzise sein. Es gibt, glaube ich, auch das Mikrofon, das wird herumgereicht. Ergreifen Sie doch die Gelegenheit, Svenja Deininger, etwas zu sagen oder Sie etwas zu fragen. Wir haben vorher miteinander gesprochen, dass die Tradition der Q&A, Question and Answer, in Wien nicht sehr kultiviert wird. Also geben wir uns auch mit dem Gespräch sehr gerne zufrieden für heute Abend. Ich danke euch. Danke dir. Dankeschön.